Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Männerlords. Ja, wir haben ein Problem. Ein Brennholzproblem. Und das ist nicht sehr klein. Wir haben zwar mittlerweile wieder Nahrung, wie es ausschaut, zwar auch nur einen Monat, aber stabiler wieder vor. Und ich glaube auch, dass wir hier noch ein bisschen was auf Lager haben, wenn wir anschauen. Korn, Weizen. Wir sind also mitten in der Produktion von Nahrung. Auch der Ofen sollte hoffentlich noch arbeiten. Also wir sind hier jetzt nicht, sagen wir mal, unterversorgt. Doch. Brennholz ist ein dezentes Problem geworden bei uns im Staat und oder im Dorf. Deswegen werden wir uns jetzt mal hier des Waldes um die Ecke begünstigen und hier noch ein kleines Dorf aufbauen. Weil hier sind die natürlich nicht alle happy und wir werden natürlich die Geschwindigkeit auch wieder erhöhen, damit es hier ein bisschen schneller vorangeht. Wir hoffen, dass wir diesmal... Es werden Mitarbeiter benötigt, mein Sire. Sire, wir haben nicht genügend Holz. Oder wie ging das? So, wir können gleich hier eine Familie wieder ausscharren lassen. Das Korn wird auf jeden Fall hier schön zur Mühle gebracht. Und die Mühle macht Mehl. Und aus dem Mehl machen wir uns richtig schönes Brot. Natürlich, die Nahrung ist auch sehr, sehr knapp bemessen aktuell noch. Ich hoffe, dass wir relativ bald wieder auf die Bären zurückgreifen können. Erstaunlicherweise, jetzt geht mittlerweile das Wild leer. Wir haben trotzdem zu wenig Nahrung. Ich hoffe, dass wir das jetzt über die Zeit wirklich ändern können. Wir müssen halt vielleicht ein paar verschiedenste Arten von Nahrungsmitteln hier rankriegen. Das Gebäude wurde errichtet. Gut, dann können wir hier nochmal jemanden fürs Brennholz reinholen. Wo haben wir denn unser Holzfällerlager? Das müsste immer noch hier sein, ne? Aktuell brauchen wir hier keinen. Deswegen geh du mal hier rein. Und wir schicken noch einen in die Brotfabrik. Damit die Kollegen hier Nahrung aufbauen können. Weil wir haben zwar überall verschiedenste Sachen drin, aber... Brennstoff geht zur Neige. Ja, eine... Wo hast du mich denn geschickt? Holy. Söldnerkompanie verfügbar. Zahlung an Schatzkammer registriert. 444. Jetzt langsam geht es aber auch ganz gut. Problem ist die Meinung. Die Meinung ist nicht das, was wir wollen. Vielleicht wenn wir mal die Steuern ein bisschen runtersetzen. Auf 15. Und wir haben natürlich mit der Nahrung auch das aktuelle Problem, dass einfach die Meinung unserer Dorfbewohner runtergeht. Aber schau mal, Nahrung haben wir jetzt 2 Monate. Also wir steigen an Nahrungsproduktion. Das ist natürlich super. Hier ist gar keiner mehr drin. Hier sind 2 drin und machen nichts. Ihr macht auch nichts. Guck mal, ihr kriegt jetzt ein Jagdlimit von 5. Oder machen wir 10. Hier arbeiten auch noch ein paar drin. Und ihr produziert uns jetzt hoffentlich ein bisschen Brennholz. Was ihr ja irgendwie nicht mehr auf die Reihe kriegt. Aber das könnte auch vielleicht daran liegen, dass ihr zu weit von jeder Art vom Wald weg seid. Das werden wir vielleicht mal anpassen. Ah, wir haben hier einen Brennholz, sind wir rein theoretisch auch noch. Also rein theoretisch müsste ich hier einen abziehen, damit wir hier unten noch einen reinbringen können. Damit die das langsam fertig machen können. Gebäude ist fertiggestellt. Brennholzstand. Ah, ja, die bauen hier Brennholzstände jetzt gerade auf. Ich hoffe, dass das uns jetzt dann langsam... Ach, schon mal. Nahrung 3 Monate. Jetzt geht Stück für Stück voran. Wie viel haben wir hier noch drin? Oh, leer. Was? Huch, mein Mikrofon hat ab. Wie es ausschaut, war das aber auch schon alles. Kann es sein? Oder haben die bloß alles umgelagert? Ah, hier ist alles drin. Okay. Aber schon mal, das Brot geht gut voran. Bin ganz froh, wie es ausgeht. Gerade 4 Monate, jetzt haben wir wieder 1 Monat. Ich kann das da nicht beanspruchen. Ich müsste eigentlich das hier beanspruchen. Dafür brauche ich 2000 Einfluss alleine. Ich musste die hier um mich herum beeinflussen. Ich habe jetzt aber nicht die Kraft dafür. Wir hatten kein gutes... Nicht genügend Vorräte. Ja, es wächst aber. Und militärisch stehen wir... nicht gut da. Und ich kann jetzt auch keinen vergrößern und sagen, er soll hier eine Rüstungsschmiede machen. Von Helm. Nach Freischaltung von Fortschritt, genau, können wir das machen. Gabason.
Die haben halt alle keine Ausrüstung. Life is a... Ich habe ein Ohrwurm, wisst ihr das? Wie schaut unser Lager aus aktuell? 23 Wolle. Speere und große Schilde in Massen. Jetzt langsam sollte das ja alles wieder besser werden, oder? Hoffe ich. Ja, jetzt wurde uns gerade das Ganze abgezogen. Wie viel kostet jetzt zum Beispiel ein Söldner? 45 würde uns ein schwerer Söldner Bogenschützentrupp und ein leichter Söldner Bogenschützentrupp kosten. Der Arbeitsbereich ist leer. Ich weiß, dass der leer ist. Ich kann ja keine eigenen Büsche pflanzen. Also die machen jetzt aus Brennholz... Ah ja, die brauchen halt auch Brennholz, ne? Das ist gefährlich. Aber schau mal, wie viel Eisen wir noch halt haben. Ist jetzt zwar nicht mehr so viel wie am Anfang, aber 1500 ist immer noch heftig. So, jetzt müssen wir Stück für Stück schauen, dass wir das hier alles fertig kriegen. Ertrag. Ja, wir sind halt nicht durchgekommen mit den Feldern. Problematisch. Sie sammelt schon wieder Farf. Ich würde halt gerne hier mehr drin lassen, weil dann können die mehr arbeiten und wir hätten mehr Funktionalität. Aber jetzt aktuell haben wir ganz, ganz andere Probleme, glaube ich. Die kann aber auch nichts mehr machen, ne? Wir sind... Brot voll, das voll, hier voll. Das Gute ist, wir haben ein gutes Reichsvermögen aktuell. Die Sache ist, gehe ich auf die besseren Rüstungen, damit wir uns mit Rüstung ausstatten können und unser Heer massiv wird? Oder gehe ich auf den Pflug? Und ich glaube, das ist schlauer, damit wir mehr Leute kriegen können und wir halt mehr Dörfer auch haben. Weil verbesserte Rüstungsproduktion, meisterliche Rüstung, Plattenrüstung. Die Schachtmine fände ich geil. Weil wir könnten mehr Stein fördern, wir könnten mehr Eisen fördern. Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt das größte Problem von uns ist. Verdoppelt die Kapazität aller Bärenbüsche. Ah, ist das gut. Schau mal, du könntest uns doch jetzt mal bestimmt... Habe ich Malz auf Lager? Feindliche Einheiten gesichtet. Na super. Und ich habe irgendwie die Vermutung, die bewegen sich zu mir. Warum immer zu mir? So. Du produzierst uns jetzt bitte hier mal ein bisschen was und danach hätte ich gerne ein upgegradetes Haus. Es kann sein, dass wir bald das hier sogar zu Rate rufen müssen dann. Weil es läuft halt echt zu uns. Lustig, bei denen darf ich nichts bauen. Haben die schon was? Zweinau, super. Ah, schau mal, Schafzucht. Auf der Weide grasende Schafe vermehren sich mit der Zeit langsam. Ah, das ist auch gut. Aber der schwere Pflug, glaube ich, ist für uns wichtiger.
Weil ich kann jetzt hier einen schweren Pflug ranholen. So, du machst mir aus Leinen. Oh, ich habe da noch eine Ruine. Ich habe die eine Ruine übersehen, wie es ausschaut. Ja, wo ist die eine Familie? Okay. Wir müssen unsere Armee rufen. Wir müssen das herrufen. Ruf die Heere! Und sie sind instant schlecht gelaunt. Effektivität 22%. Oh Gott! Könnte ich es mir leisten, vielleicht doch gerade noch eine Söldnerarmee zu holen? Den Vertrag. Von wo kommen die? Alter! Pff. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die Front. Ich hoffe, die sind da versteckt, wenn wir sie in die Büsche stellen. So, wir versuchen jetzt erstmal sozusagen hier so eine Stellung zu machen und die dann... Die Hoffnung ist, dass wir... ausschalten können, so bald wie möglich. Feindliche Einheiten gesichtet. Thank you.
So, jetzt muss ich irgendwie hoffen. Ich muss gerade schauen, dass ich die links rechts besiege. Weil die besiegen gerade meine Bogenschützen. Ah! So, wir haben eine ganze Einheit wieder verloren, super. So, ausrichten. Feuer. Ausrichten. Und die nächsten sind gefallen, super. Wir brauchen echt mehr Leute, die uns den... Wo sind unsere Bogenschützen? Ganz ehrlich, ihr wart's nicht wert. Halt auflösen. Ich komme mal hier zur Verstärkung, ich will mir die anschauen. Habe ich noch jemanden, der sich um die Toten kümmert? Ja, habe ich einen. Gut. Das brauche ich jetzt leider. Nächste Zahlung in 22 Tagen. Bis die ankommen, kosten die mich ja schon so viel. Habe ich jetzt wenigstens einen Fix zugewiesen? Dresch-Priorität. Das ist einer von denen, glaube ich, dauerhaft zugewiesen, oder? Können wir vielleicht auch eines gleich bauen. Noch einen zweiten Unterstand, weil wir können uns die leisten. Was brauchen wir eigentlich für die nächste Stufe? 7 Stufe 2 und 3 Stufe 3. Wie zur Hölle soll ich denn das alles erforschen? Ich brauche eigentlich Rüstung. Ich bräuchte mehr Jagdsachen. Verdoppelt die Jäger eingebrachte Menge Fleisch. Pelzproduktion. Oder hier, fort noch mehr von dem Zeug. Dünger. Bäckerei, neue Erweiterung, Bäckereierweiterung. Produziert mit doppelter Effizienz des Gemeinschaftsofens. Brot aus Mehl. Wandelt alle Berufe und Handwerker um und verhindert, dass sie andere Berufe zugewiesen werden. Bewässerung. Roggenanbau. Streuobst. Schafzucht wäre halt auch geil. Ha, es gibt so viel zu tun, Leute. So viel zu tun. Aber wir haben diesmal gewonnen. Auch mit zwar mit hohen Verlusten, wenn wir uns die Truppen anschauen. Alter, schau dir dieses Massaker wieder an. Das mit den Bogenschützen war doof. Wir brauchen eigentlich mehr Schwerteinheiten. Wo bleibt eigentlich die Verstärkung, die ich mir eigentlich erhofft hatte? Die aus Nordosten, da kommt sie. Leute, ihr seid spät. Wisst ihr das? Ihr seid sehr spät. Ah, guck mal. Sie haben ihre Flagge mit meiner Flagge kombiniert. Auch nicht schlecht. Gotthofen.
habe ich denn hier so viel Leder? Okay. Verbleibende Trauertage 26. Wen wundert's? Wir brauchen doch trotzdem mehr Dorfbewohner. Wir brauchen mehr Familien. Kommt schauen, wo seid ihr? 21 Steine haben wir noch. Ich würde gerne den Ochsen sehen. Wo ist unser Ochse? Ah, er fährt mit dem Flug los. Eieiei, bis der da ist, dauert es ja 10 Jahre. Hey Mann, der Ochse kommt von da nach drüben, um zu pflügen. Da sind unsere Leute jetzt 10-mal schneller. Und wir haben schon Mitte des Jahres, oder? Wir haben April schon. Wir haben noch keinen Weizen gemacht. Oh Gott, das wird übel. Das wird richtig übel, Leute. Viehbestand. 4 Schafe, 6 Lämmer. Aber schau mal, oh. Drr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 r
Also schaut mal, wir haben gerade wieder 50 irgendwie so zu gering, das bringt neutrale Zufriedenheit. So, und jetzt kann ich dir vorgeben, dass du mir doch bitte... Rüstung darf ich nicht machen, schade. Aber wir können Schwerter schmieden vielleicht noch ein bisschen. Ja, die Besteuerung macht sie gar nicht happy. Mit der Besteuerung bin ich ganz, ganz schief. Brennstoff ist bei mir so brutal niedrig, das ist übel. Also der Ochse bringt sich wahrscheinlich im frühen Stadium was, weil wenn der drüber rattert, wenn man sich das anguckt, alleine macht er schon übel viel. Aber aktuell ist er einfach Schrott. Dauerhafte Video-Priori-Ding. Und dass der das auch alleine macht, dass die nicht sagen, okay, Hälfte, Hälfte oder so, dass die unterstützen, wenn sie nichts zu tun haben. So. Jetzt ist das Feld ja fertig. Jetzt können sie das ja hoffentlich, jetzt laufen sie hoffentlich alle dahin. Hey, inzwischen nur verschwinden einfach die Familien, mit denen ich hier arbeite. Ist noch so eine Frechheit. Sechs Monate Nahrung. Das wird mir sicher fast keinen Ertrag bringen. Das wird ein ganz, ganz schlechtes Jahr wieder. Oh. Aber wenn man auch dauernd angegriffen werden muss. Frech ist das. Neue Söldnerkompanie. Was geben sie denn diesmal auf den Markt? Ey, das sind die Kollegen von gerade eben. Aber meine Heere sind fast voll. Vielleicht können wir vielleicht mal Fußsoldaten mit Milizen als nächstes herstellen. Seitenwaffen. Du produzierst mir jetzt mal hier. Oder, nee, wir machen Werkzeuge schon. Nee, jetzt klauen die mir auch noch meine Wolle. Ernsthaft? Apropos, welche waren das? Du hier. Machst du das Leinen? Was brauche ich für Leinen? Eine Weberei. Mach das Wolle. Ein Garn. Wir müssen langsam das Dorf ein bisschen vergrößern wieder. Ah ja, ich habe ja wieder keine zugewiesene Dorf... Hiopais. Wo sind denn die eigentlich hin? Ich kann es dir ja nicht sagen. Weil irgendwohin verschwinden meine ganzen Bewohner. Und ich weiß nicht, wohin. Im Handel ist keiner. Hier ist... Haben die sich hier vergrößert? Ich nehme eine hier raus, weil ich bräuchte jetzt eine vielleicht doch mal wieder hier auch. Aber wohin verschwinden die? Die Nahrung geht langsam auch wieder zu Neide, weil wir sind schon im September. Wir haben vor allem viele Speere. Holy moly. Ja, die sammeln schon und jetzt heißt es wieder. Dorfschmiede. Ach, die produziert eh Werkzeug. Warte mal, dann brauchen wir hier gar nicht das. Dann kann ich die für Schwerter verwenden. Wie viel Werkzeug haben wir denn eigentlich auf Lager? I don't know. Er will es mir irgendwie ja nicht zeigen. Ich
würde man sagen, einer weniger reicht hier. Ich habe irgendwie in letzter Zeit keinen Plan mehr, wo meine ganzen Dorfbewohner hin verschwinden. War nicht eine von leer? Ja, du bist leer. Kann es sein, dass die Jäger verbuggt sind so ein bisschen? Oh lol, okay. Nee, nee, passt schon so. Schon wieder. Wilde Tiere sind weitergezogen. Wait. Seit wann bewegen die sich? Frech sind sie. Frech sind sie. Ah, Scherbe, der Ochse fährt schon jetzt. Und ich würde gleich nochmal einen zweiten Ochsen hier auch reinholen. Der Winter naht. Das Feld haben wir noch nicht mal geerntet. Aber was fährt denn der auch so komisch? Siehst du das, wie der fährt? Der fährt einmal außenrum, anstatt dass er die Kurve gleich mitnimmt. Die sehen schon mal hier. Haben wir das noch nicht mal geerntet? Ach so, das kriegt erst noch Ertrag. Also haben wir sehr wenig Ertrag dieses Jahr gemacht, kann das sein? Ja, und wie? Ich habe echt ein Dorfbewohnerproblem aktuell, glaube ich. Ein sehr, sehr großes Dorfbewohnerproblem. Irgendwohin verschwinden meine Leute und ich weiß nicht wohin. So, die nächste Hofstätte ist fertig. Da wächst die nächste. Das sollte ja dann ganz gut wirken, langsam. So, kann man hier noch einen Wasserbrunnen irgendwie hin? Ach, bringt sich da gar nichts. So. Wir haben 4 Ochsen. Wohnen die 2 jetzt dann fix hier drin oder wie ist das? Gehen die jetzt alle in Winterschlaf? Respekt. Wir sind wieder in der Winterzeit, wir haben 3 Monate Nahrung. Obwohl, das könnte funktionieren. Bezogen auf könnte. Es fehlt Schachtmine. 2 Monate. Und wir produzieren jetzt noch ein bisschen Brot, bedeutet... Ja, schön, wenn ihr mir Nahrung klaut, dann wird es den anderen nicht wirklich helfen. Oh, Leute, aber... Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir haben wieder mal einen Kampf geführt, diesmal aber gewonnen, auch wenn es schmerzhaft war. Wir bauen weiter das Dorf auf, weil irgendwie gehen mir die Dorfbewohner aus und ich weiß nicht, wohin die ganzen verschwinden, ganz ehrlich. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.